Aha. Yeah, check. Willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin wieder extrem gut gelaunt. Ich hoffe natürlich, ihr da draußen auch. Und heute schauen wir uns ein Video an, was mir zu 20.000 Mal zugeschickt wurde. Das einzige Problem, das ich mit dem Video habe, es geht 31 Minuten. Heißt, es könnte heute ein längeres Video werden, je nachdem, ob wir es bis zum Ende schauen oder nicht. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, denn es geht um das Thema Kinder und Influencer. Und ich glaube, die Dame, die in dem Video zu sehen ist, wird das Ganze sehr kritisieren. Ich bin aber auch ein Kinder-Influencer gewesen. Deshalb bin ich mal gespannt, was ich dazu zu sagen habe, liebe Freunde. Zu diesem schönen Anlass habe ich mir mein hässlichstes Hemd angezogen, was ich gefunden habe. Nein, auf jeden Fall, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht fackeln lang um den heißen Brei. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Zeddo. Hi, auf dem Kanal kommt jeden Tag ein neues Video. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Und ansonsten holt euch Snacks, macht euch gemütlich, lehnt euch zurück. Ihr wisst, wie der Hase hoppelt, sonst hoppelt hier erstmal gar nichts, wenn es euch nicht wohl ergeht. Während ihr dieses Video guckt. Es wird eh ein langes Video. Das ist wie eine kleine Netflix-Folge, liebe Freunde. Also macht's euch bequem. Und ich würde sagen, wir schnackeln gar nicht fackeln und gehen rein. Kurzer Disclaimer, wenn ihr ein Kinder-Influencer seid und minderjährig, dann schaut dieses Video bitte nicht an oder nur mit euren Eltern zusammen. Influencer. Ich bin keiner, ich war aber einer. Also ich habe ja mit 13 YouTube angefangen, deshalb, klar, ich hatte jetzt keine riesen Reichweite. Ich habe mit 15, 16 hatte mein Kanal, glaube ich, schon 10.000 Abonnenten hier auf YouTube. Deshalb, ich war ein Kinderfluencer. Wie negativ dieses Wort auch konnotiert ist, die meisten von uns würden trotzdem sagen, es ist ein Beruf. Einer, der zwar nicht den üblichen entspricht, aber oft mit einem sehr hohen Einkommen einhergeht. Und in einigen Fällen mit enormem psychischem Druck. Im ständigen Wettstreit mit Algorithmen, auf der Suche nach Aufmerksamkeit und permanent konfrontiert mit Hasskommentaren. Umso überraschender ist es, dass immer mehr Kinder und Teenager diesen Beruf ausüben. Und ich meine nicht zum Zeitvertreib oder aus Spaß, ich meine so richtig mit täglichen Postings, Werbekooperationen und hunderttausenden Abonnenten. Vor einigen Wochen habe ich... Ja, kennen wir alle ein paar Beispiele, auf jeden Fall. Also bin sehr gespannt, was bei diesem Video rumkommt und muss auch direkt sagen, die Art und Weise, wie das Video aufgebaut ist, sehr interessant. Also mit den Bildern eingeblendet. Man kann ihrer Stimme richtig gut zuhören. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir die 30 Minuten durchkriegen. Aber ich will nichts versprechen, wir gucken einfach. Ein Video zum Thema Familienblogger gemacht, welches ich immer noch dringend anzusehen empfehle. Heute soll es aber nicht um Mamis und Daddys gehen, die sich ihren Maledivenurlaub damit finanzieren, ihre Kinder in Schleimbadewannen zu stecken. Heute geht es um ältere Kinder und Jugendliche, die ihren Account selber führen oder mit der Hilfe ihrer Eltern. Sie selbst sind aber immer die Protagonisten. Für dieses Video habe ich mir einige erfolgreiche Influencer-Kinder aller Altersgruppen angeschaut. Okay, einige, gespannt. Die mir bei der Recherche besonders ins Auge gestochen sind, werde ich euch jetzt vorstellen, damit diejenigen, die überhaupt keine Ahnung von dem Thema haben, sich mal so ein grobes Bild machen können. Nur als Disclaimer, es gibt noch deutlich mehr, aber das hier waren die auffälligsten und ich konnte sie auch relativ schnell in zwei Kategorien aufteilen. Da wäre einmal die Kategorie Nummer 1, das Popular Girl. Kann sein, dass es auch Jungs gibt, ich habe aber eigentlich nur Mädchen gefunden. Es handelt sich um Teenager, die entweder den westlichen Beauty... Stimmt. Ich kenne auch nur Mädels-Kids-Fluencer vom ersten Gedanken jetzt dran. Ne, Jungs, die jetzt beispielsweise zocken und einen YouTube-Kanal haben, wo sie zocken, das sind ja nicht direkt Influencer, weil sie nicht auf Instagram diese Community haben und diese Placements und Reichweite machen. Obwohl, weiß nicht, sind das trotzdem Influencer? So, ja, so eine Mischung, ey. Aber selbst bei Jungs fällt mir gerade keiner ein. Ich hättet ihr damals welche nennen können, die so 15, 16 waren, aber die sind jetzt auch erwachsen. Die Standards entsprechend richtig gut aussehen, immer die neueste Mode tragen oder richtig gut in einem Hobby sind. In den USA sind diese Kanäle noch wesentlich erfolgreicher. Ich möchte euch hier aber mal ein paar deutschsprachige vorstellen. Mavi Noel, bürgerlich Mavi... Funny, weil wir haben ja auf sie reagiert vor ein paar Tagen in einem Video. Geboren am 12.2007, 13 Jahre jung, aber schon deutlich länger aktiv. So, jetzt nur schnell abtrocknen und was Gemütliches anziehen. Hier habe ich noch ein selbstgemachtes Eis gefunden. Lecker. 733.000 YouTube-Abonnenten. Emilia Horn, geboren am 2006, 14 Jahre jung, aber schon deutlich länger aktiv. Psst, du hast keine Gesichtscreme? Dann nimm doch einfach Belou. Riechst gut. Und pflegt gut. 97.000 Instagram. Krass. Ilias Welt, bürgerlich Ilia, geboren im August 2006, 14 Jahre jung, aber schon deutlich länger aktiv. Rechter Arm, linker Arm, überkreuzt und Arme hoch. 327.000 YouTube-Abonnenten. Krank, Marina krank, und krank. Die Ponys, bürgerlich. Oha, wo hat sie diese Leute alle gefunden? Krass. Marina
geboren am 1.2006, 15 Jahre jung, aber schon deutlich länger aktiv. Hi Leute, heute zeige ich euch mal mein Haul. 140.000 YouTube-Abonnenten. Und Coco Basics, bürgerlich Coco, geboren am 1.2007, 14 Jahre jung, aber schon deutlich länger aktiv. 260.000 Instagram-Abonnenten. Coco wirkte erst zuletzt in einer sehr guten Doku auf Vox mit, von der ich euch auch noch einige Ausschnitte zeigen werde. Deswegen ist sie vielleicht vermehrt sichtbar. So viel zum Popular Girl. Kommen wir jetzt zur zweiten Kategorie. Die nenne ich sonstige skurriler Kinder-Content-Producer. Das soll jetzt nicht abwerten. Hä? Was? Okay, ich bin sehr, sehr gespannt, wo das gerade hier hinausläuft. Deshalb sage ich gerade noch nicht so viel. Erstmal einsaugen und dann, wenn sie wichtige Dinge sagt und ihre Meinung vertritt, dann werde ich auch was dazu sagen. Klingen, aber Kinder und Teenager abseits dieser Popular Girls bedienen meistens sehr nischige und skurrile Kategorien. Oft sind es Videos, die einfach für Kinder ausgerichtet sind und auf den erwachsenen Betrachter recht stupide und stumpf wirken. Johann Loop, bürgerlich Johann, geboren am 11.2010, 11 Jahre jung, aber schon deutlich länger aktiv. 243.000 YouTube-Abonnenten. Macht unter anderem 24-Stunden-Challenges oder Pokémon-Pack-Boost, schon Glücksspiel? Milays Welt, bürgerlich Milay, geboren am 3.2009, 11 Jahre jung, aber schon deutlich länger aktiv. 936.000 YouTube-Abonnenten. Macht unter anderem Vlogs, zum Beispiel aus dem Krankenhaus, aus dem Pool oder mit einem Schimpansen. Was? Abgesehen davon, dass die ersten Peter-Aktivisten vermutlich gerade Schnappatmung bekommen, kurzer Disclaimer, macht das bitte nicht nach. Affen sind sehr gefährliche Tiere. Und warum genau halten die Eltern so drauf, als der Affe dem Kind die Unterhose auszieht? Muss man nicht verstehen. Wir machen weiter. Da wäre noch Alles Ava, bürgerlich Ava, geboren am 6.2011, 10 Jahre jung, aber schon deutlich länger aktiv. 855.000 YouTube-Abonnenten, macht unter anderem Pool-Videos und Spielzeuggeschichten-Videos, wie zum Beispiel Hilfe, meine Babyborn hat Sonnenbrand. Man kennt diese Kanäle alle nicht. Ja, Mami, mir tut die Haut auch ganz schrecklich weh. Immer hast du dich eingekriegt, aber diesmal nicht. Und dann noch die Jüngste in der Runde, Clariel, bürgerlich Clara, geboren am 2011, 9 Jahre jung, aber schon deutlich länger aktiv. Twin Telepathy Challenges oder 10 Arten Videos. Ich hab gewonnen! Krass. Praktischer Sidefact, ihre vierjährige Schwester wird in diesen Videos gleich mitvermarktet. So, jetzt seht ihr schon, in welche Richtung es geht und dabei hat das Video noch gar nicht richtig angefangen. Wenn ihr euch jetzt gefragt habt, warum hat die das so komisch vorgelesen, das ist ein stilistisches Mittel, um zu zeigen, dass ich wirklich alles über diese Kinder weiß, obwohl ich sie nicht persönlich kenne. Wie sie bürgerlich heißen, wo sie wohnen, wie ihr Kinderzimmer aussieht, an welchem Tag sie Geburtstag haben und wie alt genau sie sind. Moment mal kurz, das sehe ich ja jetzt erst. In der zweiten Kategorie sind ja alle Influencer 11 Jahre oder jünger. Wenn ich mich mal zurückerinnere, als ich so alt war, war ich mir der Konsequenzen und der Verantwortung meines Handelns bewusst? Ich glaube nicht. Aber die Jugend von heute, die sind ja viel früher, die sind ja viel schneller in ihrer Entwicklung. Aber Moment mal, habe ich nicht zuletzt gelesen, dass die meisten Plattformen, wie zum Beispiel Instagram oder TikTok, ab 13 Jahren sind? Und das bringt mich zur ersten Frage in diesem Video. Wie alt muss bzw. darf ein Influencer eigentlich sein? Und weil ich hier eine fachlich fundierte Meinung haben wollte, habe ich einfach mal einen echten Rechtsanwalt angefragt, ob er mir eine Einschätzung liefern kann, wie alt man eigentlich für gewisse Plattformen sein. Ja, die müssen eigentlich 13 sein, aber bei Kids, die jünger sind, da schreiben die Eltern dann ins Profil oben rein. Profil wird gemanagt von den Eltern und dann ist das mehr oder weniger okay. Ich weiß es gar nicht, ob das dann funktioniert, aber ich glaube schon. Muss und warum? Ja, die Social-Media-Plattformen haben allgemeine Geschäftsbedingungen. In diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen steht, ab wann man einen Social-Media-Account dort jeweils eröffnen kann. Da gibt es zum Beispiel auch eine Altersgrenze ab 16 bei manchen Plattformen. Warum ist das so? Naja, die Datenschutzgrundverordnung, die gestattet den Plattformen eigentlich nur Daten von Personen ab 16 zu
verarbeiten oder bei jüngeren Leuten die Einwilligung der Eltern einzuholen. Das machen die meisten Plattformen natürlich nicht, beziehungsweise die Einwilligung der Eltern, das ist denen viel zu lästig. Deswegen sagen die, bei uns kann man erst ab 16 mitmachen oder bei uns kann man erst ab 13 mitmachen. Trotzdem machen viele Kinder bei WhatsApp, Facebook, Instagram und Co. mit, obwohl da diese Altersbeschränkungen viel höher liegen. Naja, und was muss man dazu sagen? Wo kein Kläger, da kein Richter. Den Plattformen ist es mehr oder weniger egal. Sie schreiben es in ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen rein, registriert sich trotzdem ein Kind. Sagen die, ja, wir haben ja alles getan dafür, dass sich keine Kinder registrieren. Das heißt, wir sind datenschutzrechtlich ja wohl sauber. Wenn es ein Kind trotzdem macht, tja, können wir es ja nicht ändern. Ob die Plattformen dauerhaft damit durchkommen, bleibt abzuwarten. Aktuell scheint sich einfach kein Datenschutzbeauftragter ausreichend darum zu kümmern. Aber bei meinen Recherchen musste ich mit großer Überraschung feststellen, dass gerade die App TikTok, die ja oft genug in Verruf geraten ist, am konsequentesten ist, was ihre eigenen Regeln betrifft. US-Kinderstar Liliana Ketchman wurde, wie viele andere Kinder, trotz einem enormen Following nach einiger Zeit von TikTok gebannt, weil sie zu jung war. Und auch in Deutschland ist das sichtbar. Clariel, die ich eben vorgestellt habe, hatte zum Beispiel auch einige Zeit lang einen TikTok-Account. Dieser ist aber ebenfalls nicht mehr auffindbar. Bei Instagram, und diese Plattform ist auch ab 13, haben Kinder-Accounts oft in ihrer Bio stehen, Account von Mutter geführt. Vermutlich um genau solchen Bans entgegenzuwirken. Ob das am Ende wirklich stimmt? Bei TikTok kriegen wir auch am öftesten mit, dass Leute, die sich nicht an die Richtlinie halten, wie zum Beispiel eine Nicole oder eine Elisa, gesperrt werden. Und da muss ich ehrlich sagen, Props gehen raus an TikTok, dass die da tatsächlich so hinterher sind. Andererseits ist TikTok, finde ich, mit Abstand auch die Plattform, bei der am meisten Hate kursiert. Also sehr viel Hass wird dort verbreitet. Das könnte man natürlich noch versuchen einzudämmen. Stimmt, ist natürlich nicht nachprüfbar und spätestens, wenn die Kinder dann 13 sind, egal. Das meinte ich. Vom Kinderzimmer direkt auf Millionen Handys. Die Instanz der Elternkontrolle übersprungen. Und nochmal zum Thema Account von Mutter geführt oder nicht. Zu prüfen, wer einen Social Media Account führt, sollte in Deutschland eigentlich einwandfrei möglich sein. Und hierfür ein kurzer Exkurs. In Deutschland gibt es etwas, das nennt sich die Impressumspflicht. In einem Impressum muss angegeben sein, welche Person rechtlich für die Inhalte der Seite verantwortlich ist, eine Adresse und eine E-Mail-Adresse, unter der sie zu erreichen ist. Ja, die Impressumspflicht, die gilt praktisch für fast jede Internetseite. Selbst wenn sie noch keine Gewinne abwirft, wenn man nur vorhat, irgendwann darauf mal Werbung zu schalten und eine Gewinnerzielungsabsicht hat oder schon seine Meinung darauf äußert, muss man entsprechend dann auch ein Impressum angeben. Aber derjenige, der im Impressum steht, der muss voll geschäftsfähig sein, unbeschränkt geschäftsfähig, so steht's. Wenn ihr bei mir in meiner Instagram-Bio guckt, ist ganz unten verlinkt, da steht erst ein Satz, ihr wisst, wie der Hase hoppelt, dann YouTube und Twitch, dann meine E-Mail-Adresse und dann ist drunter verlinkt @nh_impressum und da ist das Impressum von meinem Management drin. Das, genau, haben die mir auch gesagt, dass ich das machen muss. In Paragraph 18 Absatz 2 Nummer 3 des Medienstaatsvertrages. Nun ja, Kinder sind eben nicht unbeschränkt geschäftsfähig und dann muss ins Impressum eben die Adresse der Eltern oder andere, die die Verantwortung für die Seite und die Inhalte übernehmen wollen. Dreimal dürft ihr raten, was die meisten Kinder-Influencer auf Social Media nicht haben. Privatsphäre, das auch nicht. Ich meinte aber hier ein Impressum. Auf Instagram fast nirgendwo, auf YouTube ist es noch etwas mehr gang und gäbe. Hier haben einige Kinderinfluencer tatsächlich ein Impressum, was dann entweder unvollständig ist oder wo der Vater oder die Mutter als inhaltlich verantwortlich im Impressum steht. Letzteres ist zwar rechtlich völlig korrekt, meiner Meinung nach zeigt es aber umso mehr, dass das Ganze vielleicht in eine Art Richtung Kinderarbeit gehen könnte, denn die Eltern sagen ja mit dem Impressum sozusagen, hey, ich bin hier auf dem Kanal die inhaltlich verantwortliche Person. Ich habe mir das Skript zu Babyborn hat Sonnenbrand ausgedacht. Shakespeare dreht sich gerade im Grab um. Und mein Kind ist nur der Schauspieler, der das für mich umsetzt. Und hier wären wir bei meinem Lieblingsthema und der zweiten Frage. Ist Kinderinfluencer sein eine Form der Kinderarbeit? Kinderinfluencerin Emilia Horn sagte 2020 schließlich selbst zum Spiegel: Ich glaube, viele unterschätzen, wie viel Arbeit. Schwieriges Thema bezüglich Kinderarbeit oder nicht, weil ich finde, es kommt voll aufs Alter des Kindes
das an einmal? Ab wie vielen Jahren ist ein Kind geschäftsfähig? Also ab 14 Jahren darf ein Kind sozusagen einkaufen gehen und so weiter und so fort. Oder war das schon ab 12? Geschäftsfähigkeit. Von 7 bis 18 ist man beschränkt geschäftsfähig. Ab 18 ist man voll geschäftsfähig. Also von 7 bis 18 Jahren darfst du so Sachen kaufen wie Capri-Sonne und so weiter und so fort. Dir dein Geschenk kaufen und so weiter. Aber ich hatte im Kopf, dass es irgendwie so ein 12 oder 14 gibt. Ah ja, von 14 bis 18 ist man mündig minderjährig. Man darf kleinere Arbeiten machen, man darf freie Verfügung über eigenes Geld haben und man kann eine Konto- und Bankkarte haben. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn das Kind 14 ist, dann kann es schon so weit denken oder erschließen, dass es für die Arbeit Geld kriegt. Alles drunter und alles vorher checkt das Kind ja gar nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ich würde schon prinzipiell sagen, es ist ein Stück weit Kinderarbeit irgendwo, weil das Kind das halt zu jung ist, um das zu verstehen. Mein Dad hat auch gesagt, du darfst deinen YouTube-Kanal erst machen, wenn du 13 bist, weil man 13 sein muss, um einen YouTube-Kanal zu starten. Und mit 13 habe ich halt auch schon gecheckt, wie das Ganze funktioniert und wo das hinführt und was weiß ich. Wie weit das ist. Ja, vor allem das Gewerbeaufsichtsamt scheint das zu unterschätzen. Kleiner Spaß. Ja, wir müssen differenzieren und nein, wir reden hier nicht von den schlimmen Arten der Kinderarbeit wie im Bergbau oder in der Textilindustrie. Aber wenn Kinder in Deutschland für einen Film vor der Kamera stehen, gibt es da gewisse rechtliche Richtlinien, wie zum Beispiel, dass sie nicht mehr als 30 Tage im Jahr arbeiten dürfen. Mehr dazu findet ihr auch in meinem anderen Familienblogger-Video. Und während in diesem anderen Video die Kinder ja meist nur die Nebendarsteller im Familienkanal waren, sind ja die Kinder auf diesen Kinderkanal die eindeutigen Protagonisten. Und Geld verdient wird hier auch nicht so knapp. Voll interessant, sowas zu wissen. Über Coco zeigt. Arbeitstermin einer 14-Jährigen am Nachmittag. Die Schülerin darf sich heute Kleidung aussuchen. Gratis. In diesem Fall Kleidung zum Verkaufspreis von knapp 1000 Euro. Geschätzter Verdienst 5-stellig im Monat. Allerdings, davon bekommt Coco im Moment nur 50 Euro Taschengeld. 5-stellig im Monat und das ohne Schulabschluss. Deutschland, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja, nicht umsonst gibt es zahlreiche Videos auf YouTube, die Eltern zeigen, wie sie den größtmöglichsten Profit aus Kinderkanälen schlagen können. How to make money on YouTube with kids channels. Top 4 ways making money with a kids channel. Is it worth starting a kids channel in 2021? How my kids channel got monetized in 9 months. Monetarisierung, das ist ganz grob das Geld, was YouTube pro 1000 Videoaufrufe bezahlt. Und da die Monetarisierung von Kinderchanneln prozentual nicht das gleiche abwirft wie die von Erwachsenen, Krass. Also sehr, sehr interessantes Video. Ich bin sehr, sehr gefesselt gerade, muss ich ehrlich sagen. Finde ich geil. Diesen Videos zum Beispiel geraten, auf den Kinderchanneln auch immer mal ab und zu Videos unterzubringen, die als für Erwachsene eingestuft werden, weil man ja damit mehr Geld verdient. Videos für Erwachsene sind zum Beispiel daran erkennbar, dass sie im Miniplayer abspielbar sind und dass sie auf einmal Kommentare haben. Weil Kommentare sind bei Videos für Kinder seit einem Pädophilie-Skandal in 2019 auf YouTube verboten. Warum man technisch gesehen auf einem Kanal, der sich hauptsächlich an Kinder richtet, auch Videos, die sich an Erwachsene richten, zwischen... Das ist mein Fall, warum ich keine Kommentare hatte. Weil YouTube meinen Kanal als für Kinder eingestuft hat, weil ich über Kids berichte, über Minderjährige, über unter 18-Jährige. An Erwachsene richten, zwischenschieben kann... Ich weiß es nicht. Ein weiterer lukrativer Weg, um auf Social Media Geld zu verdienen, sind natürlich Produktplatzierungen und auch die findet man bei fast allen Kinderinfluencern. Warum machen Firmen überhaupt sowas mit Kindern werben? In Deutschland ist es verboten, direkte Kaufaufforderungen an Kinder zu stellen. Also man dürfte in einer Werbung für ein Kinderspielzeug nicht sagen, hey, lauf los und kauf dir das. Und Influencer-Werbung ist hier das Ideal, weil die Influencer müssen das Produkt nur zeigen. Sie müssen jetzt noch nicht mal sagen, hey, kauft euch das auch. Und die Kinder kaufen es sowieso nach, weil sie ihrem Idol nacheifern wollen. Ein junges, berühmtes Mädchen wie Coco ist für die Marke ein Sechser im Lotto. Es ist der direkte kommerzielle Zugriff auf den Schulhof, wo normalerweise offene Werbung nicht möglich ist. Rechtsanwalt Christian Solmecke hat mir übrigens nochmal bestätigt, Kinder dürfen solche Werbekooperationsverträge nicht unterschreiben. Das heißt, diese Werbekooperationen werden immer von den Eltern unterschrieben. Was ich mich an dieser Stelle frage, kann ein Elternteil entscheiden, für welche Firmen, für welche Moral, für welche Werte ein Kind mit seinem Gesicht in einer Werbung dastehen möchte? Das muss wohl jeder für sich selbst wissen. Noch skurriler wird es,
wenn Kinderinfluencer Gewinnspiele veranstalten? Ja, jeder weiß, dass Kinder schon nicht ohne weiteres an einem Gewinnspiel teilnehmen dürfen. Umso schwieriger wird es, wenn sie ein Gewinnspiel veranstalten. Denn ein Gewinnspiel hat auch eine rechtliche Verpflichtung für das Kind in sich, nämlich dann den Gewinn auszukehren. Und das ist verboten, jedenfalls, wenn nicht die Zustimmung der Eltern auch dafür vorliegt. Ob die Eltern zugestimmt haben oder nicht, das wissen wir nicht, denn meistens steht es nirgendwo als Disclaimer im Text und die meisten haben ja auch kein Impressum. Was für mich aber viel kurioser ist, Minderjährige selbst dürfen ja gar nicht oder nur unter bestimmten Umständen mit gewissen Einschränkungen an Gewinnspielen teilnehmen. Deswegen steht in diesen Gewinnspielen auch immer Teilnahme ab 18. Auf dem Kanal einer 13-Jährigen. Alles klar. Manche Kinderkanäle haben übrigens weitere Methoden gefunden, um größtmögliche Gewinne zu erzielen. Johann Loop hat zum Beispiel mit 11 Jahren seinen eigenen Fan... Ja, geil. Geiles Video. Sehr, sehr nices Video, muss ich sagen. Fanshop und Marina von Marina und die Ponys vermarktet einfach auf ihrem Reitkanal die familieneigene Reitbekleidungsmarke. Da merkt man schon, dass hier vermutlich nicht nur ein Kind oder ein Teenager hinter diesem ganzen Konstrukt steckt. So, jetzt habe ich aufgezeigt, wie viel Kinderinfluencer mit diesen Kanälen verdienen. Können. Wie weit hinter den Kulissen die Eltern profitieren, lässt sich leider nur mutmaßen. Ich habe eine amerikanische Doku gefunden, wo die YouTube-Eltern in Frage stellen, ob ihre Kinder eigentlich überhaupt was von dem Geld ihres Kanals haben sollten. Denn schließlich sind die Kinder ja nur die Protagonisten, aber die Eltern kümmern sich ja um die Werbedeals, um das Licht, um die Kamera, um den Schnitt. Ach du dickes Ei. A picture and that qualifies as work? I don't know. Who gets to decide these things? We still had to set up, you know, like bring them to the spot for it, talk to the brand to get the deal, negotiate the deal. Wie auch immer es monetär hinter den Kulissen abgeht, mir ist nochmal wichtig zu sagen, dass ja Bezahlung gar nicht überhaupt das Hauptkriterium für Kinderarbeit ist. Was? Krank. Okay, also heißt auf gut Deutsch, die wurden gefragt, gebt ihr euren Kindern was von dem Geld ab? Und die sagen, die Antwort ist so, yo, wer sagt denn, dass die Kinder dafür arbeiten? Die sind doch nur vor der Kamera. Also die verdienen Geld mit dem Gesicht ihrer Kinder, also durch den Kids Kanal verdienen sie Geld. Die Antwort ist, das Geld gehört mäßig uns Eltern, weil wir schreiben ja mit den Kooperationspartnern. Wir kümmern uns ja um die Kameraeinstellungen und um die Licht und das Ganze drumherum. What? Also wenn das jetzt mein Fall wäre und mein Kind würde, sagen wir mal, mit 14, 15 Jahren einfach auf Social Media schon erfolgreicher sein und Geld damit verdienen, dann würde ich mich mit meinem Kind hinsetzen, erstmal meinem Kind zu verstehen geben, wie viel Geld das Kind verdient, wie viel Geld dabei rumkommt, dass es nicht selbstverständlich ist und ich würde ein Sparbuch für das Kind aufmachen. Aber zu sagen, oh, das ist mein Geld, oh, auch krass. Natürlich unterstützen die Eltern dem Kind dann beim Kamera halten, Fotos machen und so weiter und so fort. Aber, boah, okay. Da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Die Gesetze dazu sind in Deutschland relativ komplex, aber trotzdem überhaupt nicht differenziert genug, meiner Meinung nach. Ich kann mir also kein wirkliches rechtliches Urteil erlauben. Ich kann jetzt nur meine eigene Erfahrung als Vollzeit-YouTuber, mein Arbeitspensum, meinen psychischen Druck mit dem vergleichen, was diese Kinder vermutlich aufwenden. Und ich sag einfach mal so, hätte ich Kinder, ich hätte ein extrem ungutes Gefühl bei dem Gedanken. Vor allem aufgrund der psychischen Belastung. Was mich aber zur dritten Frage bringt. Ist der psychische Druck für Kinderinfluencer dauerhaft zu hoch? Ist Social Media schlecht für die Psyche? Es gibt einige Studien, die das nahelegen, allerdings nicht genügend. Deswegen können wir uns hier kein pauschales Urteil erlauben. Man kann nur beobachten... Leute, ich habe euch gestern noch ein Video. Ich habe gestern noch ein Video dazu gemacht. Also das Video, was gestern online kam. Da war ich super ehrlich zu euch. Da habe ich ehrlich zu euch in die Kamera geredet und gesagt, ey, mir ging es die letzten Tage nicht so gut und warum es mir nicht so gut ging und so weiter und so fort. Und das kann man mit dem gleichsetzen. Es ist eine andere Art von Arbeit, die wir Influencer, wir YouTuber machen. Es ist eine ganz andere Art von Arbeit. Es ist viel unstrukturierter. Es ist viel mehr Durcheinander und viel schwieriger zu verarbeiten, als in die Arbeit zu gehen, von der Arbeit zu kommen. Und am Ende des Monats seinen Lohn zu haben. Es ist eine ganz, ganz andere Sache. Für alle, die das Video gestern noch nicht gesehen haben, super, super, super interessantes Video. Schaut da gerne vorbei. Das ist auch ein sehr Real Talk Video. Also ich habe, glaube ich, noch nie so ein Real Talk mit euch geführt.
Könnte interessant sein für den einen oder anderen. Beobachten, Indizien sammeln, Fragen stellen. Da wäre einmal der Druck von den Eltern. Was relativ schnell auffällt, ist, dass die Eltern das Setting von jedem Video kontrollieren. Das fängt damit an, dass Milane mit professionellem Equipment gefilmt wird, mit Stativen und Lichtern. Und in so gut wie allen Fällen gibt der Vater oder die Mutter mehr oder weniger deutlich an, was gleich passieren wird, und beide fallen Milane immer wieder ins Wort. Und dass die Videos und Texte auch oft von den Eltern gescriptet erscheinen. Man erkennt an einigen Stellen, wie vorher geübt wurde, was gesagt wird. Hallo Lieben, herzlich willkommen bei Milanes Welt und meine Welt ist auch eure Welt. In diesem Ausschnitt sieht man besonders gut, wie Milane, nachdem sie redet, immer wieder zu den Eltern blickt. Ganz nach dem Motto, war das so okay? Habe ich das richtig gesagt? Und dieses auswendig gelernte, überschwängliche in die Kamera sprechen ist mir auf sehr vielen Kinderkanälen aufgefallen. Und wenn ihr euch erinnert, in meinem letzten Video sah man ja schon bei Ilias Welt, wie das teilweise hinter den Kulissen abläuft. Super, ich würde nur eine Sache anders machen. Ich würde nur sagen, du hast gesagt, wir müssen ein Fanpaket aufmachen. Ja, ich weiß, das war ein bisschen. Wir dürfen ein Fanpaket aufmachen. Da die meisten Kinderinfluencer, die ich in diesem Video vorgestellt habe, Social Media schon richtig, richtig lange machen, müssen die Eltern zwangsläufig die treibende Kraft gewesen sein. Kein 10-jähriges Kind kann ein Video konzipieren, abfilmen, belichten, schneiden, hochladen. Und jetzt ist halt die Frage, was macht das mit einem Kind? Ich will nicht bestreiten, dass die Kinder nicht auch teilweise unglaublich viel Spaß daran haben und richtig gute Chancen, verrückte Dinge. Ey, so habe ich da noch nicht drüber nachgedacht, tatsächlich. Also klar macht es dem Kind bestimmt auch Spaß, weil es ist eine Art zu spielen auch. Also du packst Sachen aus, du kriegst Sachen geschenkt, du kriegst Klamotten geschenkt, du setzt dich vor die Kamera, du lernst mit der Kamera zu reden und wenn die Eltern das Video fertig geschnitten haben, siehst du dein fertiges Video. Ich glaube schon, dass es cool ist auch für die Kinder, aber ob sie das Ganze so realisieren und wissen, in welche Bubble das die sozusagen reinzieht, das ist eine andere Sache. Zu machen bekommen. Aber können sie einfach von heute auf morgen aufhören? Oder würden die Eltern vielleicht enttäuscht sein? Würden die Eltern vielleicht sagen, schade, dass du diese große Chance einfach wegwirfst? Und dann wäre da noch der Druck durch Algorithmen und Likes. Wenn sogar erwachsene Social-Media-Größen leiden, weil ihre Videos nicht mehr so oft geklickt werden, ihre Bilder nicht mehr so viel geliked werden oder sie De-Abos machen, was macht das dann mit Kindern? Kurzfristig oder auch langfristig, wenn der Hype vorbei ist? Ich persönlich sehe die Antwort in Kinderstars der letzten Jahre. Klar gibt es da auch Positivbeispiele, will ich nicht leugnen, aber wir vergessen meines Erachtens eine ganz wichtige Sache. Kinderstars unserer Generation und älter hatten ein gesetteltes Umfeld. Eltern, die nicht gleichzeitig Arbeitgeber waren. Trubel und Feedback haben sie nur durch die Medien bekommen oder auf der Straße. Aber nicht jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde als Push-Benachrichtigung auf ihrem Smartphone. Psychiaterin Dr. Sue Farmer fasst es im US-Fernsehen ganz gut zusammen. Ey, sehr, sehr gut gesagt, wirklich. Also sie packt das sehr gut zusammen, das Video. Wirklich krass. Social pressures of being children in a digital age combined with being a child star. Child stars are more likely to have anxiety, depression, substance issues later on in life because they're dealing with their sense of self-esteem being linked to public approval, career success, right? And the hits and the likes, and there's an intoxication. There's almost like an addiction to it. And they don't have the coping skills to deal with failure and disappointment. Eine der häufigsten erwiesenen Art und Weisen, wie Social Media der mentalen Gesundheit schaden kann, ist die Instant Gratification, auf Deutsch sofortige Belohnung, bei der ganz viel Dopamin ausgeschüttet wird. Ich lese es kurz vor, damit es korrekt ist. Wenn du eine Social-Media-Benachrichtigung erhältst, liefert dein Gehirn einen Schuss Dopamin an dich aus, der dir ein sehr gutes Gefühl gibt. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr hier so ein Symbol seht. Mit dem Tempo der sozialen Medien kommen diese Dopaminschüsse sehr schnell und sie kommen immer wieder. Und das trainiert dein Gehirn immer, sofortige Belohnung erhalten zu wollen. Im Laufe der Zeit kann aber dann so eine Belohnung mal nicht kommen, wenn eben keine neuen Nachrichten erscheinen, neuen Likes reinkommen. Und das kann einen dann in einen Zustand bringen, bei dem man die sozialen Medien ständig aktualisiert. Und das ist vielen von uns gar nicht bewusst, aber ein sehr treibendes Element darin, dass wir dauernd auf unser Handy schauen und unsere sozialen Medien durchgucken. Und das kann zu Angstgefühlen und Einsamkeit beitragen, im Schlimmsten. Ich habe da schon mal was drüber gehört und das ist, also das stimmt. Also das ist völlig normal. Auch Mats und ich hatten mal eine Zeit lang, wo wir unsere YouTube Analytics, also die Echtzeitaufrufe, nebenher immer auf hatten, um zu gucken, wie es gerade läuft, wie es gerade ist. Ich habe mir das, ich weiß nicht wann, aber schon länger, schon locker eineinhalb Jahre, zwei Jahre her, habe ich mir das komplett abgewöhnt, nachzugucken, wie kommt ein Video an und so weiter und so fort. Es ist logisch, es ist völlig normal, dass
das eine Video mit dem Thema nicht so gut ankommt wie das andere Video. Das ist völlig logisch, völlig normal. Natürlich verdienst du dann wahrscheinlich auch mit dem einen Video weniger Geld als mit dem anderen. Aber du darfst dich dann nicht so drauf fokussieren. Sonst machst du nur noch Dinge für Klicks. Also du fängst dann an, wirklich nur noch zu überlegen, ey, nee, das Video kann ich nicht machen. Das würde zwar Spaß machen, kann ich aber nicht machen, das wird nicht so gut ankommen. Ich mache das Video. So, und dann fängst du an, dann würde es auf meinem Kanal gefühlt nur Insta-News geben. Weil Insta-News, da geht es immer um ein krasses Thema, da ist immer irgendwas im Vordergrund, da gibt es immer News über Leute, die Dinge gemacht haben. Und das habe ich mir irgendwann komplett abgeschaltet und das musst du auch, weil sonst fängst du an, nur noch auf Hype-Trains aufzusteigen, also nur noch Sachen zu machen, weil du weißt, die kommen gut an. Und dann wird dir Social Media ganz, ganz schnell keinen Spaß mehr machen. Ganz, ganz schnell. Deshalb, ich weiß echt gut, wovon sie redet und ich hatte auch mal so eine Phase, wo mir das ultra wichtig war, also wo ich wirklich geguckt habe, wie vielen Leuten gefällt das und so weiter und so fort. Und jetzt ist es für mich mehr so, ey, ich mache mein Ding, ich lade hoch, was ich will, auch wenn was schlechter ankommt, dann ist das so, das ist völlig normal, es kann nicht alles, wie bei Charli D'Amelio, 20 Millionen Likes haben. Und das ist auch nicht das Wichtige in dem Ganzen, sondern das Wichtige ist mehr die Message dahinter. Und das gilt für Erwachsene, Privatpersonen. Was macht das dann mit Kindern, die auch noch Influencer-Stars sind? Können wir nur mutmaßen, wissen wir nicht. Und wo wir schon beim Druck durch Likes sind, da wäre dann noch das Thema Privatsphäre. Ist es für die Psyche eines Kindes bedenklich, seine Follower in allen Lebenslagen teilhaben zu lassen? Und jetzt nochmal eine Triggerwarnung. Es geht jetzt um Depressionen und ich will nochmal eindeutig sagen, wenn ihr Kinder-Influencer seid, guckt dieses Video nicht alleine an. Die 14-jährige Emilia zeigt sich zum Beispiel weinend, kokettiert in ihren Postings mit oder hat vielleicht sogar depressive Stimmungsschwankungen und redet schon mit 13 darüber, wie sie zwischen Essen, in Klammern dick werden, und dünner werden und sportlich bleiben hin und her gerissen ist. Und ich war auch hin und her gerissen, und zwar, ob ich sowas hier überhaupt zeigen soll. Aber ich möchte auch, dass das Thema Aufmerksamkeit bekommt und dass endlich was gemacht wird. Es kann doch nicht sein, dass Kinder sowas posten im Internet und keiner eingreift. Und wenn es nur für die Aufmerksamkeit ist und wenn es nur ein Witz ist. So, und wo wir uns jetzt alle beruhigt haben, zuletzt wäre da noch die Frage nach der Nacktheit. Und jetzt wird es etwas komisch. Findet mit der Zeit zwangsläufig eine überdurchschnittliche Sexualisierung von Teenagern statt? Lasst mich mit folgendem Fakt beginnen. 2020 gab es eine kleine Studie, die relativ eindeutig zu dem Schluss kam, dass der Instagram-Algorithmus viel nackte Haut, wie zum Beispiel Menschen in Badeanzügen und leichter Kleidung, eindeutig bevorzugt. Nicht nur aufgrund von Likes etc., sondern vermutlich auch aufgrund einer automatischen Bildanalyse, die dafür verwendet wird, zu entscheiden, ob ein Bild im Newsfeed des Nutzers gezeigt wird oder nicht. Der Artikel ist super interessant, da könnte man fast ein eigenes Video drüber zu machen. Ich verlinke euch. Boah, wenn das stimmt, dann ist das krass. Ich habe jetzt immer, bis jetzt immer gedacht, dass freizügigere Bilder logischerweise besser ankommen, weil bei Mädels dann wahrscheinlich mehr Boys liken als sonst und bei Boys dann wahrscheinlich mehr Mädels liken als sonst oder wie auch immer. Einfach mehr Leute liken, weil Sex sells, ne? So, wenn ich ein Video oberkörperfrei hochlade mit meinen Tattoos, dann spricht das auch mehr Leute an, als wie wenn ich jetzt einfach mit einem Pulli auf der Couch sitze. So, wisst ihr, was ich meine? Deshalb dachte ich, das spricht automatisch mehr Leute an und deshalb kommen solche Sachen noch besser an. Aber wenn das stimmt, dass Instagram so einen mäßig Sensor hat und sieht, yo, da wird mehr Haut gezeigt, das schlagen wir besser vor, dann ist auch krass. Wie gesagt, immer alle Quellen in der Infobox. Instagram streitet dies zwar ab und sagt, dass freizügige Bilder bevorzugt werden. Das liegt, wenn dann, am einzelnen Nutzer. Aber wie man es dreht und wendet, auch der Laie erkennt, dass etwas freizügigere Bilder meistens etwas mehr Likes besitzen. Ich merke das bei anderen Instagrammerinnen. Ich kann natürlich nicht sagen, ob das jetzt wirklich wissenschaftlich erwiesen und hundertprozentig so ist. Aber ich habe mir hier mal einige Fotoposts von Coco Basics genommen. Die sind vom 9. Februar bis 22. März chronologisch geordnet. Zwischendurch gab es noch Instagram Reels, aber die habe ich weggelassen. Und danach habe ich sie mal absteigend nach Likes geordnet. Und es ist schon auffällig, welche Bilder so die meisten Likes haben und welche Bilder die allermeisten Likes. Krass. Bei den unteren Bildern hat sie einfach immer was an. Außer beim letzten. Krass, bei den oberen nicht. Ex haben. Und jetzt frage ich mich, was macht das mit einer 14-Jährigen? Auf der Suche nach sich selbst,
auf der Suche nach Erfolg im Netz. Welches Signal sendet das an sie aus, wie ihre nächsten Bilder bestenfalls aussehen sollen, damit sie viele Likes bekommen? Und welches Signal sendet das an erwachsene Männer aus, die sich das ansehen? Und nein, das ist keine Spekulation. Ich habe zwar das Gefühl, dass die Kommentarspalten aller Kinder-Accounts etwas frisiert sind, aber vereinzelt findet man immer mal wieder Kommentare von Personen, die eindeutig männlich und älter sind. Erkennbar an zum Beispiel Bart und Falten. Teilweise kommentieren diese Männer Herz-Emojis, Flammen. Und ich habe teilweise sogar noch skurrilere Kanäle gefunden, die unter diesen Bildern kommentieren. Also sowas wie Seiten, die Soft verbreiten. Und dann habe ich mir überlegt, es wäre ja mal interessant, so richtig hinter die Kulissen zu blicken. In den Instagram Insights kann man als Person des öffentlichen Lebens sehen, wer einem so folgt. Leute, das ist der Grund, warum die YouTube-Kommentare ausgeschaltet wurden bei Kids-Kanälen. Oder allgemein bei Leuten, bei denen man Minderjährige im Content sieht. Heißt, mein Kanal wurde auch geschlossen, weil ich über Minderjährige berichte, unter 18-Jährige. Da waren dann Leute dabei, die dann 16 sind, wie, keine Ahnung, Leo Baileys, Leni, keine Ahnung. Die zählen ja auch dazu. Deshalb wurden meine Kommentare auch gesperrt. Und vor allem auch aus dem Grund, der hier gezeigt wurde. Das war jetzt zwar Instagram, aber vor allem aus dem Grund, weil dann, ja, Leute angefangen haben, YouTube-Videos zu kommentieren. Bei mir war das nicht der Fall. Mir ist auch nie was aufgefallen. Trotzdem ist mein Kanal mit in diese Probeversion reingerutscht und meine Kommentare wurden auch gesperrt. Bei mir sind es zum Beispiel 68% Frauen und 32% Männer in folgenden Altersgruppen. Die Insights von anderen kann man seit dem Cambridge Analytica-Skandal leider nicht mehr so einfach auslesen. Die kann man nur kaufen für teuer Geld, dreistellig bis vierstellig. Das war es mir ehrlich gesagt nicht wert. Der amerikanische YouTuber The Dad Challenge Podcast hat's aber gemacht. Das lässt sich nicht eins zu eins auf deutsche Kinderinfluencer übertragen. Disclaimer, vielleicht lässt es sich auch gar nicht übertragen. Vielleicht hat das absolut nichts miteinander zu tun. Ich möchte nicht sagen, dass das dafür gilt. Ich möchte einfach nur mal mit euch reinschauen, was für diese Kinderinfluencer galt. This is Ellie. This is an Ace Family child. Okay, she has 5 million followers. Their male demographic for this little girl who's 4 years old is higher than the female demographic. Explain to me, people. Die vierjährige Ellie zum Beispiel hat 5 Millionen Follower und davon sind 57% männlich. Let's move on to LeBrant family's daughter. 5.2 million subscribers. Everly Rose. She's in a bathing suit with bunny ears. This girl is very hypersexualized. Now look at her demographics, everybody. 70% male. Lowest percentage is teenagers. Bei der siebenjährigen Everly Rose sind es gleich 70%. Und ich will jetzt den Männern nicht grundsätzlich was unterstellen, wenn ich gleich noch von irgendwelchen Leuten in irgendwelche Ecken gedrängt werde. Auf keinen Fall. Aber ihr könnt mir doch nicht sagen, dass es nicht komisch ist, wenn Männer über 40, und zwar in dieser Masse, Kindern auf Instagram folgen. Und wenn die dann auch noch Flammen und Herzchen-Emojis kommentieren. Ich weiß nicht, wie man sowas zulassen kann. Und jetzt kommt mir bitte nicht mit Opfershaming. Das hatte ich jetzt schon so oft in meinen Kommentaren. Ja, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie vertrauensvoll die Seite ist, wo der Typ jetzt gerade geguckt hat bezüglich der Analytics. Ob die wirklich genau auf die Analytics kommen, wie die jetzt bei Instagram hier angezeigt werden. Ich gucke jetzt mal einfach kurz bei mir. Männer sind 16%, Frauen 85%. Und wenn wir jetzt nur auf die Frauen gehen. 13 bis 17 sind 20%. Die meisten, also 60%, sind zwischen 18 und 24. Dann sind nochmal 16% zwischen 25 und 34. Und dann nochmal 4-5% über 35. Was, also ich finde die Statistiken mega nice. Aber wenn ich auf Männer gehe, dann ist im Verhältnis zu davor, sind bei über 35 bis zum Ende sind das insgesamt 9, 10, fast 11%. Das ist auch krass. Also bei Frauen über 35 sind das 5 und bei Männern das Doppelte, bis 65 plus sogar. Aber klar, bei Kids, bei kleinen Mädels. Ja, das ist doch nicht das Problem der Kinderinfluencer, wenn sich alte Männer das angucken. Das können die für sich gerne entscheiden, wenn sie 18 sind. Da können sie sich gerne komplett nackt ausziehen. Das ist ihr Ding, sie tragen die Verantwortung. Aber das sind Kinder, die wissen nicht, was das für Konsequenzen hat, wenn sie sich halbnackt auf Instagram zeigen. Die denken sich nichts dabei. Die wissen nicht, was passiert, wenn von ihnen solche Fotos existieren und gleichzeitig ihre bürgerlichen Namen, ihre Adressen und so im Netz zu finden sind. Weil die Konsequenzen ihres Handelns einfach nicht abschätzen können. Aus solchen Gründen dürfen Kinder zum Beispiel auch nicht wählen gehen. Das Schöne ist, in der Vox-Doku wurde Coco selber sogar auf diese Thematik angesprochen. Und hier ist, was sie antwortet. Ich habe manchmal Angst, dass irgendwie, ich sag mal, die falschen Leute das gut finden. Denkst du da manchmal dran?
Naja, also. Manchmal ist dann doch die Hilfe der Mutter wichtig und notwendig. Mama, kannst du gut klarkommen? Ja, was soll sie auch dazu sagen? Sie ist ein 14-jähriges Kind. Auf TikTok geht das Ganze übrigens weiter. Hier tanzen minderjährige Kinder Tanztrends nach, die gerade im Hype sind, ja, zu englischen Songs, dessen deutsche Bedeutung sie vermutlich nicht mal verstehen. Und der meiner Meinung nach schlimmste Trend bisher ist der E-Girl-Factory-Trend. Eine vielleicht 14- bis 18-Jährige tut so, als würde man sie am Hals greifen und mit Make-up und Accessoires unfreiwillig in ein E-Girl umwandeln. Sie macht dann manchmal noch ein Ahegao-Gesicht und tanzt fast immer einen bestimmten Tanz. Was ist überhaupt dieses Ahegao-Gesicht mit Zunge rausstrecken? Ja, das kommt aus der japanischen Pornografie und stellt den Ausdruck sexueller Ekstase dar. Ist das den Kindern und Teenagern, die diesen Trend machen, bewusst? Wahrscheinlich nicht. Und auch auf meiner Lieblingsplattform YouTube gibt es bedenkliche Tendenzen. Wenn ich zum Beispiel in einen cleanen Incognito-Browser gehe und Bikini-Haul eintippe, sind die ergänzenden Suchvorschläge unter anderem Bikini-Haul Age 15, Bikini-Haul Teenager, Bikini-Haul Try-On High School, Bikini-Haul Kind, Bikini-Haul Teenager Try-On, Bikini-Haul Age 14. Weil es beliebte Suchen sind. Komischerweise sind auch gerade immer Pool-Videos bei Kinderkanälen oder bei Familienkanälen ganz weit vorne bei den meistgesehenen Videos mit Millionen von Aufrufen. Und Eltern können die Insights zu jedem einzelnen Video sehen. Und die sehen, wie viele Männer sich das angucken. Und nochmal, ich will hier nicht jeden Mann schämen. Ich will nicht erwachsene Leute schämen, die das angucken. Vielleicht sind es auch Eltern. Aber es sind mit Sicherheit bei Millionen Views auch ein paar dabei von Menschen, von denen man nicht möchte, dass sie wissen, wie die Kinder nackt aussehen und wo sie wohnen. Follow Me Reports hat 2019 noch etwas Erschreckenderes aufgedeckt. Kinder, die ihre Kanäle augenscheinlich ohne Kontrolle der Eltern führen, werden zum Beispiel in Livestreams unter anderem dazu aufgefordert, sich Duschgel auf die Füße zu schmieren oder besonders schnell zu atmen. Heute, oh ja, und machen es, weil sie es nicht verstehen, was sie da tun. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, das Thema gilt nicht nur für Kinder, die bekannt sind im Internet. Mir wurde zum Beispiel der Instagram-Account eines Deutsch... Ey, das ist so gefährlich alles. Diese ganze Internetkacke ist so gefährlich. Ich bin so froh, also ich muss da Props an meinen Dad ausrichten. Der hat mir wirklich gut erklärt, wann, wie, was und wo ich darf und soll. Ich hatte auch erst mit 17 oder so mein erstes Handy. Ich hatte immer nur ein iPod Touch... Und durfte dann ab und zu bei uns zu Hause ins WLAN rein. WLAN wurde mal an- und ausgemacht. Also meine Eltern haben schon sehr gut kontrolliert, was ich mache. Und da bin ich denen sehr dankbar für. Und genauso werde ich das bei meinen Kindern auch machen. Internet kann sehr reinscheißen. Sprachigen, eindeutig minderjährigen Mädchens zugespielt, das auch nur irgendwie 200 Abonnenten hat, welches den am Halspack-Trend von TikTok kopiert, anrüchig tanzt oder sich zu einem Cardi B-Track weißen Schaum ins Gesicht schmiert. Ziemlich wahrscheinlich ohne Absegnung der Eltern. Aber Instagram hat ja in ihren Richtlinien stehen, dass sie ab 13 sind. Also, die sind raus. Klärt eure Kinder, sofern ihr welche habt, bitte auf. Und schaut euch die Geräte, die sie benutzen, an. Schränkt die an den wichtigen Stellen ein. Und jetzt nochmal ein Gedanke zu Kinderinfluencern. Mit Sicherheit kann es diesen Kindern in ihrer Entwicklung richtig viel geben. Und ich will sie jetzt auch nicht grundsätzlich sehr, sehr starkes bashen. Video. Mir geht es in diesem Video aber eindeutig um die negativen Aspekte, weil die meiner Meinung nach viel zu wenig hervorgehoben werden. Es kann vermutlich sehr viel Spaß machen. Es kann eine Chance sein, Reisen, Dinge, Aktivitäten zu erleben, zu denen ein normales Kind niemals die Möglichkeiten hätte. Nur zu welchem Preis? Meiner Meinung nach zu einem zu hohen. Und neben Eltern sollten Plattformen mehr in die Verantwortung gezogen werden. Kinder auf solchen Plattformen unter 13 sind meines Erachtens ein absolutes No-Go. Und alles darüber ist dann Auslegungssache. Wenn ihr auf diese Thematik aufmerksam machen wollt, teilt dieses Video gerne. Ich würde mich freuen. Krasses Video. Sehr, 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 sehr gutes Video. Ich muss sagen, ich kann da gar nicht viel Kontra zugeben, weil ich dem sehr sogar unterschreiben würde. Aber man denkt da so gar nicht drüber nach, wenn man sich nicht so sehr damit auseinandersetzt. Also klar hat mich schon diese Kids-Fluencer gesehen und mir sind schon ein paar über die For You-Page oder was. Aber du denkst dann so, boah krass, das ist schon
das schon sehr jung, aber soll sie halt ihr Ding machen, ne? Aber mit den Folgen und auch mit diesem amerikanischen YouTuber, der da die Insights gezeigt hat, also die Analytics von den Mädels, wo man dann sieht, dass das wirklich hauptsächlich Männer sind, was einfach allgemein super, 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 super gefährlich ist. Nicht nur aufs Internet live, dass man dann ein paar dumme Kommentare kriegt, sondern auch im Real Life. Es gibt so viele verrückte Menschen, die dann versuchen herauszufinden, wo du wohnst und was weiß ich. Und dann ist das auch relativ leicht herauszufinden, wo diese Personen wohnen. Super gefährliches Thema. Also Thema Kinder ins Internet ziehen, das wird mich auch noch sehr beschäftigen irgendwann, bestimmt. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich mir da viele Gedanken zu machen werde, wenn ich irgendwann Kinder haben werde, ob ich das will oder nicht und in welcher Größe. Weil wenn man mich dann immer noch kennt und ich poste ein Bild mit meinem Kind, dann kennt man das Kind auch. Ne? Wenn ich jetzt, sage ich mal, nur 200 Abonnenten auf Instagram hätte und das wären nur Freunde und Familie, dann ist das ja nochmal eine andere Situation, ob ich dann da ein Bild mit meinem Kind poste oder nicht. Schwieriges Thema, liebe Freunde, aber sehr interessantes Video. Zu ihr kommt ihr unten in der Beschreibung, ist der Link zu ihrem Kanal. Checkt das gerne ab. Danke, dass ich auf dieses Video reagieren konnte und wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüss. I got a lot to do. Got a lot of. At the crack of dawn, in the dark of night, what I got to do?